بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Liebe Brüder, liebe Schwester, wollt ihr, dass Allah subhanahu wa ta'ala eure Versorgung ausweitet, dass ihr mehr von dem bekommt, was euch lieb ist? Und wollt ihr, dass Allah subhanahu wa ta'ala euer Lebensalter erhöht, dann versucht Laylatul Qadr in jedem Fall auf beste Art und Weise zu erreichen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Quran al-Karim, فِيهَا يُفْرَكُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. In ihr, in dieser Nacht, wird eine jede einzelne Angelegenheit entschieden. Allah azza wa jal, er entscheidet diese Angelegenheit und er gibt, wie er geben möchte. Aber wir wissen doch, dass alles schon bereits niedergeschrieben ist. Sowohl wie lange wir leben, als auch wie viel Versorgung wir bekommen. Das ist richtig. Aber in der Nacht von Laylatul Qadr wird dieses vom einem Jahr bis zum nächsten Jahr neu geschrieben werden. Wie? Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Quran al-Karim, يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah azza wa jal, er löscht, was er möchte und er lässt bestehen, was er möchte. Und bei ihm ist die Mutter des Buches. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir zwei Arten von Bestimmung haben. Die erste Bestimmung ist diejenige, die bei Allah subhanahu wa ta'ala festgeschrieben steht. Auf Al-Lawhul Mahfuz, der wohlverwahrten Tafel. Diese wird nicht abgeändert. Und dann haben wir aber auch eine Bestimmung, wo die Engel in ihren Blättern schreiben. Und dann haben wir auch eine Bestimmung, wo die Engel schreiben, wie lange eine Person lebt, welche Taten er macht, ob er glücklich oder traurig sein wird und wie viel Risk er bekommen wird. Dieses, was die Engel bekommen, das ist eine Sache, die ist vorläufig. Allah subhanahu wa ta'ala kann sie abändern, wenn er will. Und wenn man bestimmte Taten macht, so dass der Risk erweitert wird, die Versorgung erweitert wird oder das Lebensalter erweitert wird, wie dass man zum Beispiel die Verwandtschaftsbande pflegt, wie es in einer authentischen Überlieferung heißt, dann kann Allah azza wa jal dieses auch erhöhen und verändern. Allah lässt bestehen, was er will und er ändert ab, was er will. Und denkt daran, Laylatul Qadr zu erreichen, damit ihr von Allah Azza wa Jal das Gute in der Dunya und in der Akhira bekommt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.